Wo ist eigentlich unser Weiterfreund? Keine Ahnung. Bei dem müsste doch sowas als erstes aufgefallen sein. Der kennt sich ja mit Wäldern aus. Vielleicht hat er etwas gesehen und ist dem hinterhergelaufen. Man weiß es nicht. Ohne uns was zu sagen? Nun, er war angekratzt. Wir haben ihn schließlich übel mitgespielt. Und ihr seid heute Nacht auch irgendwie verschollen, ohne was Bescheid zu sagen. Kron? Ja. Ja, ich war in das Lager gezirkelt. Die Bagage von Vieren steht ja zusammen. Du siehst, wie hinter denen so ein paar wie Glühwürmchen hin und her wischen immer mal wieder. Kleine Lichter, wie Glühwürmchen halt. Mein Detect-Magic dürfte noch wirken, oder? Ja, ist magisch. Nun, ach, bis zu einer Minute, okay. Mit meiner magischen Sicht sehe ich hinter euch wie eine Art Glühwürmchen. Lasst mich raten, wenn ihr euch umdreht, seht ihr sie nicht mehr. Ich drehe mich daraufhin um und Ja. gucke. Ihr seht, wie diese Lichter ganz panisch wegfliegen. Also es fliegt panisch weg. Oder es fliegt auf jeden Fall weg. Ja, es ist schon ziemlich durcheinander und hin und her gewurstelt. Dürfte ich vielleicht fragen, ob mich das an irgendwas aus den Sachen der Fae erinnert? Weil ich weiß, es ist ja durchaus bekannt, dass Feen Hast gerne du Wissen Streiche spielen. Arcanes? Irgendwie so? Ja, okay. Weil Feen spielen gerne Streiche, vielleicht. Roundabout, du hast voll recht. Hast du Wissen Arcanes, dass du es. Wo ist. Kannst Knowledge ist das du mal. versuchen, von dem, was Kannst du, klar. hier passiert? Ja, klar. Ich habe bloß normales Knowledge, ich habe keine Knowledge Arcana. Wieso untrained? Dann wirf untrained. Was? So untrained. Hast du einen Skill drin? Ja. Wunder, warte mal. Ich guck mal kurz in den Bogen. Kann das der zweite Haken sein, der fehlt? Nee. Das ist nur. Ich mach meinen Test. Kurz. Eigentlich sollte das nicht sein. Ah, schubst mal den Haken rein. Mach noch mal, ja, dir. Ey, das ist aber Klassenfertigkeit. Ich bin ein Bonus höher. Naja, stimmt. Egal, du kriegst keine Abzüge drauf. Das ist egal. Okay. Ja, bei einer 3 ist eh egal. Ja. Ich hab den 3. Okay. Ja, Kron. Du bist dir nicht sicher, aber du erkennst diesen Zauber. Also, dadurch, dass du ja auch Detect Magic hattest, du erkennst diesen Zauber. Du hast schon mal von dem Zauber gehört, der heißt Tanzende Lichter. Jemand spielt mit tanzenden Lichtern um uns herum. Das heißt, was genau? Tanzende Lichter ist ein Zaubertrick, welcher erlaubt, kleine Kügelchen, mehr Lichtkügelchen zu beschwören. Jemand kontrolliert sie, ob es der Wald ist oder ein naheliegender Zauberwerker. Wir wissen es nicht. Zum Beispiel die Banditen? Ob die Zauberwerker haben? Und ob, wenn es Banditen wären, dann hätten sie uns angegriffen und nicht mit kleinen Magiekügelchen verwirrt. Und hätten Magiekügelchen angegriffen und dann Löcher hinterlassen. Es sei denn, sie wollen es vermeiden zu kämpfen, weil sie sich selber schonen möchten. Und uns dafür verwirren und uns im Wald verlaufen. Dann haben sie uns ausgeschalten, ohne dass sie mit uns kämpfen mussten. Ich rufe in den Wald hinein, dass wir den, also wir wollen euch nur helfen. Wir sind hier, um die Banditen ausfindig zu machen. Macht viel Sinn, wenn es die Banditen selber sind. Mensch, danke, wir liefern uns gleich aus. Tschüss. Und nochmal. Ich schlaf ein, was? Oh no. Oh no. Oh no. Wir wurden deleted. Ich musste gerade mal löschen.
Aber ich glaube, ich war eh nicht schnell genug. Egal. Ich hab's nicht gesehen. Sekunde, ich will mal ganz kurz was testen. Weil eigentlich theoretisch hätte ich das gar nicht sehen dürfen. Ich weiß von nix. I know everything. Oh, nee. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss dann. Zack. I guess. Ja. Ido. Gut. Dann ist das ja mal geklärt, was ich wie einstellen muss. Bin sofort wieder da. Aber. Kamera keine Hose an? Doch, hat sie im Panty. Du darfst einen Willensrettungswurf gegen machen. Wer? Kron. Oh, fuck! Oh, yeah! Passiert nix. Schade. Ja, na egal, was tut ihr? Habe ich gemerkt, dass was auf mich gemacht wurde? Nein. Was ist passiert? Du hast keine Hose an. Na doch, sie hat eine sie hat eine Panty an. Ich konnte ihren Popo sehen. Ja, wir wissen, dass es... Wir wissen, dass du das gut fandest, Pia. Ah, such dir. Ja, wenn jetzt alle soweit sind, müssen wir mal den, der sich mit Wäldern auskennt, sich das weitersuchen. Geht gerade ziemlich viel ab. Ja, während die da hinten ein bisschen rumhantieren, würde ich gerne Knowledge Nature einmal machen, um zu gucken, wie viel ich davon verstehe. Ja. Was weiß ich? Also hier passieren auf jeden Fall Dinge, die normalerweise im Wald nicht passieren. Gut, also mir ist auch alleine klar, dass das magischer Shit ist. Wahrscheinlich. Du kannst davon stark ausgehen, dass das magisch ist. Okay. Oder irgendjemand hat dir sehr harte LSD gegeben. Psychedelika heißt das. Da kennt sich jemand aus. Ich bin so, glaube ich, diejenige mit am wenigsten irgendwas Erfahrung. Kein Kommentar, euer Ehren. Was war das? Alles okay? Leise. Schluck, du Schluck. Oh, ich habe keinen Würgereflex, aber das war heftig jetzt. Okay, ich brauche auch so ein Zitat. Oh nee, das kam gerade. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich habe gerade den ganzen Schluck Heller auf Dings auf Lunge genommen. Ich kann doch nicht schwimmen. Das ist okay. Einfach atmen, das ist der Trick. Also nie vergessen zu atmen. Ja, toll. Ich muss so einen Channel kreieren. Mit den besten Zitaten, oder was? Du kannst es auch für die Zitate für die Ewigkeit mit reinschmeißen. Da haben die anderen aber keinen Zugriff. Ja, stimmt. Was für Zitate für die Ewigkeit, wo? Ich gebe euch da demnächst noch Zugriff drauf. Genau, gebt euch denen auch Zugriff drauf, dann haben wir alle was zu lachen immer. An sich kannst du ihn komplett sichtbar machen, weil da kann jeder einfach drüber lachen. Ja, gut, aber erstmal, ne? Ja. Wie gesagt, Rainer, das weißt du. Okay, gut. Kommt eigentlich irgendeine Reaktion auf meinen Rufen? Sorry, wen hast du angerufen? Sorry. Hallo? Ich habe in den Wald hineingerufen, dass wir nur da sind, um zu helfen und dass wir da sind, um die Banditen ausfindig zu machen. Achso, nein, kriegst du keine Reaktion. Angerufen. Hallo, hier ist Günther Jauch von Werbe Millionär.
Und Severa, ne, und Kier, braucht ihre Hilfe für die 50-Euro-Frage. Nein, du kriegst keine Reaktion aus dem Wald darauf. Das macht mich traurig. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Und ich rufe nach Rainer. Was ein Zufall. Und zufällig gibt es keine Antwort. Ich setze mich auf den Boden. Nachdem wir nicht weiterkommen, ich würde mich jetzt auf einen Stein oder so setzen und jetzt was futtern. Die anderen machen das schon. Alles klar. Du setzt dich hin und isst erstmal. Hey, ich habe mich auch enttäuscht auf den Boden gesetzt. Ja, aber er isst. Ist bei Aldi. Nee, ein kleines Kind. Aldi ist trotzig. Tagesration raus. Ja, bitte streich das selbstständig Tagesration, ne? Wie, das machst nicht du? Ist schon Mittag? Literally sind wir eine anderthalb Stunde gelaufen. Ja, ihr seid zweieinhalb Stunden unterwegs. Und erstmal lief ja alles erstmal normal. Kann man noch halbe Tagesrationen essen? Streichst du eine Tagesration für einen Tag? Ende. Wenn du sie am Ende des Tages aus dem Inventar streichst, alles cool. Okay. Kannst du das, was du merkst, kannst du halbe machen. Ah, by the way, ich habe noch vorhin was vergessen, als die Rast war. Ist mir gerade eingefallen. Mal reinschreiben. Oh, geht doch. Naja. Bin ich jetzt Level ab? Nein. Ja, von gestern. Hast du das die nicht gemacht? Die letzte Runde meinst du? Letzte nein. Runde hast du doch. Nein, nein, von gestern. Ihr bekommt. Den gestrigen Tag. Richtig, ihr bekommt eure EP immer bei der Rast. Ah. Won't judge it. EP sind EP. Dafür brustiere ich mich. Hä? Okay. Das sind die EP von Olex Überfall. Ja, ja, ich weiß. Deshalb einfach das nächste Level. Das, was wir Suari gelöst haben. Kann man das nicht auch irgendwo einsehen, wie viele EP man hat? Und ja, auf der Lupe bei deiner Klasse. Ah. Ah, okay. Wir brauchen mehr Banditen. Eindeutig. Wie viel brauchst du denn? Ihr braucht alle 2000. Achso, ja. Die Frage ist, ob wir. Zehnte. Wir könnten natürlich versuchen, irgendwie ein Seil irgendwo festzubinden oder irgendwie eine Spur legen, damit wir vielleicht wissen, von wo wir kommen oder so. Wir wissen ja gar nicht, dass wir uns verlaufen haben. Genau. Wir wissen das nicht, das weiß nur Rainer. Wir wissen nur, dass das faul ist. Stimmt. Und dass Rainer nicht mehr da ist. Genau, deswegen gehen wir jetzt Rainer suchen. Schon wieder. Bleib sitzen. Schon wieder? Das wäre das erste Mal. Wir sind auf dich zugelaufen, du Hund. Du bleibst sitzen, Pia? Ja. Was macht der Rest? Ja, ich sag, komm, wir sollten uns nicht noch weiter trennen, sonst finden wir uns vielleicht nie wieder. Also ich bin auch für weiter gucken. Die Zeit drängt. Warum muss es jetzt gerade so ein Schwachsinn sein? Wir haben gerade wichtigere Sachen, als den Stolz eines Gnomes zu erstreicheln. Verdammte Axt. Vielleicht ist er aber auch wirklich irgendwo zusammengebrochen und wir haben es nicht gemerkt. Oder der Wald hat ihn so wie die Wurzel bei dir einfach zu sich gezogen. Ach ja, jetzt gab es plötzlich die Wurzel. Moment, ich habe gesagt, ich habe auch was gespürt. Verdammt, okay, lass du. Sechs. Der wird uns schon wiederfinden. Wenn wir hier weiter kreuz und quer laufen, werden wir ihn nie zurückfinden. Aber also, mit ihm haben wir die besten Chancen, hier durchzukommen. Wir können auch versuchen, aus dem Wald rauszukommen und um den Wald rumzulaufen. Wir haben schließlich die Karte. Wir wissen, dass wir am Waldrand Richtung Süden müssen. Wo ist der Waldrand jetzt? Hat jemand einen Kompass? Können wir die Sonne sehen? Nein, zu dichte Baumkrone. Ihr habt zwar Licht, aber die Baumkrone ist halt echt dicht. Das ist ein dicker Wald. Also wir sehen auch nicht, wie der Schatten fällt. Hat jemand einen Kompass? Negativ. Ich hab keinen Kopf.
Ich habe zufälligerweise keine 100 Gold übrig. Ich probiere aus, ob das Silberamulett vielleicht ein Pendel. Es pendelt, ja. Ja, aber ohne mein Zutun natürlich. Ich muss es nur so halten. Ja, es bewegt sich halt ein bisschen, weil ganz ruhig kannst du dich nicht halten. Ist das eine Wicca? Das ist dann nicht äquivalent zu einem Pendel. Nein, es pendelt nicht, wollte ich damit sagen. Nur in schön. Jetzt bin ich noch enttäuschter und ruf nochmal Rainer. Immer noch keine Antwort. Gott verdammt, ich hab... Ey, Gnome, weißt du, uns hörst, beweg dich in unsere Richtung. Keine Antwort. Entschuldigung. Keine Antwort. Ficker. Ich setze mich hin und schreibe schon mal den Bericht für den Tag. Rainer tot, schade. Rainer verschwunden, Rainer antwortet nicht. Tja, nicht mein Wurm. Wollen wir jetzt hier weiter rumsitzen oder wollen wir irgendwas Sinnvolles tun? Naja, der Situation wie sie ist, sollten wir den Gnome einsammeln. Und dann wenn versuchen... wissen, wo er ist. Ja. Aber wenn hier irgendwas faul ist, finden wir ihn vielleicht, wie weiter wir gehen, nie wieder. Was auch nicht hilft. Und als Wildniskundiger ist er hier uns wahrscheinlich die größte Hilfe. Also wo lang? Warte mal, auf Richtung, wo wir hergekommen sind. Na, von dort sind wir gekommen, oder nicht? Eventuell. Vielleicht aber auch von hinter dir, von rechts, links und so weiter. Deswegen habe ich den Ole angefügt und nachgefragt, was er anlegt. Ist eigentlich der Boden weich genug, dass wir Spuren hinterlassen? Ganz mal Crown fragen. Die sind ja schon verschwunden. Das haben wir schon geklärt. Verschwinden einfach nach kurzer Zeit. Ja. Also keine Spuren. Gut, ich hätte... Naja. Verschwindet Geruch auch? Hast du es ausprobiert? Nein, wie mache ich das? Pupsen. Also die einfachste Methode, auf einen längeren Zeitraum Geruch an einer Stelle zu organisieren, wäre hinterm Baum kacken. Warum Geruch? Wir sind ja schon ein bisschen unterwegs und haben uns nicht so wirklich gewaschen und deswegen versuche ich den Gnome zu erschnüffeln. Tut mir leid, das ist in dieser Zeit ein ganz normaler Geruch, das ist ein Alltagsgeruch. Okay. Weiß nicht, was... Also normale Menschen. Ich würde gar nicht wissen, wie unser Tango riecht. Oh. Hey! Ich putze meine Gefieder regelmäßig, als du deine Zähne putzt. Scheiß Mensch. Wie gesagt, wenn du zur heutigen Zeit in so eine Stadt reingehen würdest, würdest du umdrehen, wieder rausgehen und kotzen. Ja, natürlich. Nein, ich würde das rausgehen, glaube ich, nicht mal schaffen. Aber das Gute ist, es würde keinen stürmen, weil es riecht nicht schlechter. Das ist richtig. So. Einfach Hochdruckreiniger mitnehmen. Im Mittelalter. Ja. Wo kriegst du die fucking Steckdose her? Ja, Pumpen! Hochdruckreiniger pumpen! Ich bin zwar seit 3 Jahren Single, aber so viel Power habe ich auch nicht. Stürmchen, das ist wie beim Luftgewehr. Wenn du 18 Mal pumpst, geht dir unter die Haut. Ich hasse mein Leben. Hassen auch sie ihr Leben? Ich kenne diesen Blick. Hassen auch sie ihr Leben? So. Gut. Was macht ihr denn jetzt? Kackt ihr hinterm Baum? Schreit mal. Bitte nicht. Und Rainer steht da wie so ein Spanner, so, oh geil, die sehen hinter dem Baum.
Wir die auch gemacht. Ja, es ist nur gut, weil man das Rote in ihren Augen sehen kann. Oh, sehr schön, ey. Nun gut. Wir sollten aber trotzdem erklären, was hier jetzt noch passiert. Ja, ich schreibe einen Bericht. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Der beknackte Gnome sitzt auf dem Baum und guckt uns zu. Ja. Ist das dann Wegsverlängerungsspiel, also, mein Freund? Und ich hab mir Sorgen gemacht. Klo. Ich schnapp mir das Schreibzeug vom Vogel und sag: So, alle aufstehen, weitergehen, Gnome suchen. Hergeben, hergeben! Nicht wegnehmen! Salvera ist auch nur so ein Knirps, oder? Also, wenn ich mich aufrichte, bin ich 1,30 Meter. Aber da ich ja meistens gebückt bin, bin ich so 9 cm. Und Salvera? Ich glaube, ich bin 1,40 oder sowas. Sekunde, wo steht das? Ist da Gnome mit drin? Ich habe sehr, sehr viel Pech beim Würfeln. 1,49. Promenade-Mischung. Ich schnapp mir mein Zeug wieder und steck's ein. Böser Mensch. Der Vogel, der dauert die Leute mit ihrem Stock piekst. Verdient! Hoppon. Okay, so ist durch die Kniekehle. Bleiben wir zusammen oder teilen wir uns auf? Ich würde sagen, zusammenbleiben. Wenn wir uns aufteilen, sind wir voll verloren. Ja, okay. Also laufen wir jetzt. Ich drehe mich mal im Kreis, weiter eine Richtung da lang. Wir könnten uns ja ausfächern. Nein, schlechte Idee.